Ja, schönen guten Tag. Ich sitze heute hier in Magdeburg im offenen Kanal bzw. in diesem Studio. Und Sie könnten mich ja fragen, wie ich hierher gekommen bin, nicht nur mit dem Auto durch Sachsen-Anhalt gefahren, sondern warum ich überhaupt hier sitze. Ich werde es Ihnen auch erzählen und erklären. Aber bevor ich das mache, muss ich erst mal sagen, es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, die, wenn sie nicht so wahr wäre, denn das Wahre und das Wirkliche ist ja manchmal auch irre, das hat mich hierher gebracht. Ich komme aus Halle, ich bin schon seit vielen Jahrzehnten in Sachsen-Anhalt zu Hause. Da hieß es noch Bezirk Halle und Magdeburg, aber darüber wollen wir heute gar nicht so sehr reden. Ich bin Schriftsteller, habe einmal mal Literatur studiert in Leipzig, habe einen Bestseller geschrieben zur DDR-Zeit, den sagenhafte 1,2 Millionen Menschen gelesen haben sollen, sofern die Bibliotheken auch dann noch die Wahrheit gesagt haben. Und das hat mich dann damals sehr bekannt gemacht, das letzte erste Glas, weil es eine ungeheure Auflage war. Und das hat das Sucht- und Drogenproblem in der damaligen DDR 1986 aufgebrochen. Ja, und ich habe danach 1990 angefangen, Wirtschaft zu machen, wie so viele. Ich wollte einen Verlag und eine Druckerei. Ich wollte eigentlich alles machen, weil alle Möglichkeiten da waren. Und habe auch mit 24 Jahre lang ein kleines, mittleres Unternehmen, eine GmbH geführt, die so einigermaßen lief. Und bin jetzt seit 8 Jahren Ruheständler. Das glaubt man nicht. Ich hoffe es jedenfalls, dass Sie mich mindestens vorher 10 Jahre weiter nach unten gestuft haben. Ich habe meine alten Geschichten, die ich geschrieben habe oder gesucht und gesammelt habe, in dieser Zeit zusammengebracht und habe erstmal eine fiktive Chronik geschrieben. Die Chronik habe ich gesammelt in Dörfern, in Städten des Havellandes, also von Halle bis nach Brandenburg, bis Potsdam, bis Berlin. Und diese Chronik, da dachte ich mir, man müsste was mal über die deutsche Geschichte schreiben. Ich habe das alles wieder ausgegraben, der Ruhestand kam hinzu und irgendwann hatte ich die Idee, da doch daraus einen Roman zu machen. Erst einen Doppelbändchenroman, das lag eben daran, dass ich eine Mutter hatte, die 1917 geboren wurde, also 3 Jahre, um das mal zu sagen, oder 1 Jahr vor dem Ende des Ersten Weltkrieges oder 3 Jahre vor dem Versailler Vertrag und die 2012 gestorben ist, also eine Frau, eine Jahrhundertfrau, die sehr alt geworden ist und deren Urkunden und Unterlagen habe ich in die Hand gedrückt bekommen von meinen Geschwistern und das brachte mich auf die Idee, die Geschichte einer Familie zu erzählen, also eine fiktive Geschichte, die meine, ihre oder irgendeine sein kann, die sich über die Jahrhunderte bewegt und das sind inzwischen wirklich mehrere Jahrhunderte geworden. Es beginnt im Jahre 1638, mitten im 30-jährigen Krieg, kurz nachdem in Magdeburg hier die Pest und der Untergang durch die kaiserlichen Truppen, wo alles wütete, dann beginnt die Geschichte dieser havelländischen, mitteldeutschen, brandenburgischen großen Familie. Ich habe 7 Jahre geschrieben und habe diese insgesamt 1700 Buchseiten, die ja vor mir auf dem Tisch liegen, in emsiger Arbeit, auch mit Hilfe von Freunden, Lektoren, wirklich geschafft. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Am 12. März, 3 Tage nach meinem 73. Geburtstag, hat man mich eingeladen nach Berlin in die Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Und das kam dadurch, weil ich dort mal erzählt habe zum Sommerfest, einem gewissen Herrn Dr. Hasselhoff, den alle kennen, dass ich die Möwe, so hieß das mal früher, schon im Jahre 1988 kennengelernt habe mit meinem Buch Das letzte erste Glas und dass das frei zitiert der Jackie Schwarz und der Bause. Die beiden Schauspieler haben dort mein
Buch frei zitiert über eine Stunde und ich saß als ganz junger Autor hinten in der letzten Reihe voller Ehrfurcht und auch nervös. Und na ja, und da haben die Veranstaltung mit meinem Buch gemacht. Und dann am Ende meldete ich mich so ganz vorsichtig und ging nach vorne, die Leute gingen raus. Herr Bause, berühmter Schauspieler damals, das Buch, das habe ich geschrieben. Und daraufhin breitete er die Arme aus, wie ich sage, wie die Flügel des Entzückens, umarmte mich und sagte, mein Freund, seitdem wir dein Buch gelesen haben, trinken wir alle keinen Schnaps mehr. Na gut, ich hoffe, es hat lange vorgehalten oder auch nicht. Ich stand da und das habe ich erzählt zum Sommerfest und dann sagte jemand von der Staatskanzlei, der den Ministerpräsident begleitete, na ja, wir könnten ja mal eine Lesung machen mit diesem Herrn. Und als ich erzählte, dass ich 4 Bände geschrieben habe und dass ich mich mit Sachsen-Anhalt, mit Mitteldeutschland über Jahrhunderte auseinandergesetzt habe, da bat man dann um die 4 Bände. Ich habe dann die Andrucke geschickt, vor ist ja im Herbst, und hat die denn tatsächlich hier in Magdeburg gelesen. Aber nicht nur diese Leute, sondern auch Leute natürlich in der Landesvertretung in Sachsen-Anhalt, in Berlin, eben in dieser Möwe in der Luisenstraße. Ich war dann richtig glücklich, als ich dann hörte, weißt du was, hab ein bisschen Geduld, 2020 machen wir eine Lesung und diese Lesung ist dann sowas wie ein Auftakt zu 30 Jahren, ganz gesamtheitliches Deutschland und das würde gerne der MP mit mir zusammen machen, als Diskussionspartner moderieren wird das jemand von der Zeitung, dann gab es noch einen Staatssekretär, alles wichtige Leute, also das ist mir viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich nicht passiert, dass ich mit solchen bedeutenden Leuten da zusammenkommen sollte. Jetzt wurde viel vorbereitet, 2000 Einladungen, die Bücher sind gedruckt worden. Und ja, und jetzt kommt das etwas, womit kein Mensch rechnete, ich natürlich auch nicht oder wir alle nicht mit rechnen konnte, ist etwa so ein Partikel unsichtbar, eigentlich so weder lebendig noch tot, so ein untotes Ding da, so ein Virus, das auf Deutsch eigentlich sowas heißt wie Schleim oder Gift, das schleicht sich in die Menschheit hinein, sogar in unsere Geschichte und dieses Virus, ja, oder dieser Virus brachte es dazu, dass man hier in Magdeburg einen Tag vor der Lesung, es sind ja 240 Leute, hat man mir gesagt, die kommen wollten, ja, diese Lesung findet nicht statt. Wir haben sowas wie eine Pandemie, alles klar, und der Herr Hasselhoff, der muss zur Frau Merkel und so weiter und so fort. Ich saß dann erstmal wie vom Donner gerührt. Und ich muss das einfach erzählen, nicht weil es so bedeutende Leute oder weil ich so bedeutend bin, sondern so viel Pech auf einmal kann man eigentlich gar nicht haben, dass man 35 Jahre sammelt, 7 Jahre schreibt, freut sich auf die Eröffnungsveranstaltung, auf diesen Höhepunkten. Alle Leute sagen, du hast 4 gute Bücher geschrieben, freut sich darauf und dann sagt dann irgendwo so was Halbgöttisches, so von oben, wird nichts. Lass mal. Ich habe sogar einen kleinen Katalog gemacht, der mit der Ausstattung zu tun hat. Ja, und der erste Gedanke in meiner Not, muss ich fast sagen, ich war ja psychisch derart desavouiert, sagen die Franzosen, sage ich mal so, also ein bisschen sowas wie verwirrt und durcheinander. Da dachte ich, naja, was haben denn die früher eigentlich gemacht? Wenn da Seuchen kamen, wenn da Pest kam oder sowas. Das steht doch alles in deinen Büchern. Und naja, die saßen dann in Spinnstuben, auf Heuböden, auf Brücken, auf dem Geländer jedenfalls. Die saßen abends unter irgendeinem Baum auf einer Bank und da erzählten sich dann die alten Geschichten. Und immer wenn die Zeiten schwierig waren, da wurden Geschichten erzählt, die manchmal martialisch, also sehr schlimm oder sehr und bedrückend waren. Aber irgendwie kam auch sowas immer wie Hoffnung oder irgendwie kam sowas wie Zuversicht. Und es ist unglaublich, die Menschen haben so viel überstanden, so viel geleistet, natürlich auch die Mitteldeutschen und wir hier mitten in Europa, dass sie
das überstanden haben und sie werden auch das jetzt überstehen und wir werden da auch sicher wieder mal geläutert herauskommen aus dieser Geschichte. Und ich hoffe natürlich, dass wir verhalten uns ja so ein bisschen ähnlich wie so ein Virus und unseren Planeten, die Ressourcen, die beuten wir bis ins Unendliche aus und wir wissen, dass da langsam Grenzen sind. Und das halte ich auch für ein Problem, was hiermit erzählt wird, weil der Wirt, das ist ja unsere Erde, unser Planet, nur begrenzt brauchbar ist. Und so ähnlich ist das auch mit so einem Virus. Wenn man ihn nicht stoppt am Menschen, dann betrachtet er diesen Körper eben auch als Wirt und vernichtet ihn. Und es ist ja erschreckend, was passiert. Deswegen hier ganz besondere Maßnahmen, viel Quarantäne hier, alles picksauber. Und wir wollen jetzt eine Geschichte erzählen oder ich erzähle eine erste Geschichte, was man vielleicht vor 230, 250 Jahren da so dachte und erzählte. Und das mitten tief in die Zeit hinein. Das ist das Kapitel 23 im Band 1, was soll mir eure Schuld? Wenn ich damit fertig bin, ich werfe mal einen Blick zur Uhr, dann erzähle ich noch was über die Bände und wenn wir dann Glück haben, erzähle ich vielleicht aus dem letzten Band eine große Geschichte, die etwas länger ist, aber mehr gelesen wird und dann wissen Sie eigentlich so im großen Ganzen, was ich so vielleicht will. Ich nehme mal meine Brille ab, die ist nämlich nur fürs Auto. Der Pfarrer Hardenberg und die Muhme Dehm vom Kossetenende, so ist es mündlich überliefert worden, haben aus neidischer Feindschaft und verlogener Schwatzhaftigkeit dem jungen Schulzen Christian Dehm einen Schaden zugefügt, der bestimmt in 100 Jahren in der Familie nicht getilgt werden konnte. Und auf den folgenden Zeiten wird der wahrscheinlichste Ursprung einer Verleumdung erzählt, gegen die sich tugendhaft und tatkräftig der Altvordere meiner Familie, der Zweihüfner und Halbschütze Dehm, zur Wehr gesetzt hat. Das erzählt ja ein Dorfschulmeister, der die Chronik seiner Familie bearbeitet. Das ist die Chronik, die ich erfunden habe. Die Muhme Dehm, das sind die Haupthelden, die Familie Bumke und Dehm, zog und drehte den Faden und trat das Spinnrad. So recht wollte es ihr niemand glauben, als sie erzählte, sie haben morgens am kalten Winterhimmel einen Schweifstern gesehen und sie beschrieb den bogenförmigen Lichtstreifen. Sie schlafe kaum, sagte sie, denn das Zipperlein beginne immer sie um die Mitternachtsstunde zu quälen. Sie sei dann wach und wandle suchend über den Hof, manchmal auch über die Flur und jedenfalls sehe sie so allerlei im Dorfe, von denen keiner glauben würde, dass es geschehe. Ein Schweifstern bedeutet natürlich Unglück. Und das größte Unglück sei der Krieg, der den armen Leuten das Brot und die Kinder nehme. Ein Krieg sei doch eben gerade vorbei, erwiderte die Muhme Bärbohm, was das immer solle. Der Krieg und der König habe jetzt das Schlesische hinzugewonnen und habe nun seine Mühe, es überhaupt zu ordnen. Und doch würde es zu einem neuen Krieg kommen, sagte die alte Dehm. Er komme wie ein Bankert. Niemand kenne seinen Vater, er ist einfach da. Und jedenfalls sei der Schweifstern anfangs klein und unbedeutend erschienen. Er wurde länger und größer, bis er in die Morgendämmerung verschwand und mit ihm meine Angst. Sein Schweif habe die Erde berührt, doch so schnell sei er wieder fort gewesen. Sie wisse so mancherlei Dinge, sagte die Alte, und sie wartete auf die sich einstellenden Fragen der Spinnerinnen. Die alten Frauen saßen vor zwei Wachskerzen. Eine winzige Spinne ließ sich an einem Faden herab und sie fiel in die spitze Flamme, die sie fraß, das Licht flackerte. Sie habe, so sagte die Alte Dehm, einen Kerl durch das Dorf gehen sehen, und er sei mitten in der Nacht bei Vollmond unterwegs gewesen. Er sei mit einem Knechte, der mit Wagen und Wägelein gekommen und im Morgengrauen wieder gefahren, so wie der krumme Stern am Himmel. Und so verschwand er aus dem Dorf und fuhr in die Felder. Und auf dem Weg zur Mühle, der dort hinausführte, habe sich der Kerl tatsächlich mit einer Frau getroffen. Die alte Muhme, die lachte ein wenig anzüglich. Es sei ein Mann von außerhalb, dieser
man rammle die Weiber, bis deren Bäuche dick und rund werden, und ihre Bäuche redeten sie danach ihren fleißigen Männern ein, die auch feste daran glaubten. Die Alte dem schwieg, enttäuscht nahmen die Frauen die Fäden auf, dachten nach und spannen weiter. Sie hatten erwartet, die Alte würde das Geheimnis preisgeben, und unvermittelt fragte die Bärwurm, ob die dem schon ihre Ernte verhandelt hätte. Der Fleischerschneider und Kornhändler im Rosenbaum habe auf ein christliches Gewissen hin versichert, dass er die Ernte einiger Bauern kaufe und zu Philippi und Johanni bezahle. Keine der Frauen konnte mit dieser Bemerkung über die Ernte des erst begonnenen Jahres etwas beginnen. Nur die alte Bärwurm, die hatte begriffen, warum die alte Dem, die von diesem Kotzerende, wie man manchmal das Kotzetenende nannte, erst vom Pferd und Wägelchen und einem Knecht gesprochen hatte. Der Rosenbaum, der sich zur Erntezeit als Händler versuchte, mitunter damit Erfolg hatte, kam jeden Monat in das Dorf. Und die Bärwurm stellte sich den Rosenbaum vor, wie er von Hof zu Hof zog. Kann solcher ein christliches Gewissen haben, fragte sie sich bei dem Namen. Der Hof des Christian Dem beherbergte nämlich eine junge Frau, der eine frühe Schwangerschaft aus den Augen lachte. Man verstand es jetzt. Der Schulzenabend hing dran und Pech hatte er mit seiner ersten Frau und deren Tochter Maria gehabt. Und der alten Bärwurm verschlug es den Atem, sie rückte ein wenig nach vorn und die Dem nickte, als ahne sie, welcher Gedanke der Bärwurm gekommen war. Die Flamme einer Wachskerze knisterte und sprang hoch, der verbrannte Spinnenleib war vom Docht gefallen. »Tantchen, erzähle uns ein Märchen oder eine wahre Geschichte«, bettelte die Nichte die Muhme Bärwurm an. Das lange Schweigen darauf hatte sich ungewöhnlich ausgedehnt. Sie kam ja kaum dazu, Fäden zu drehen. Es war ja sonst das gemeinsame Singen und Reden jede Woche an diesem Abend. Es solle aber um Himmels Willen nicht wieder die Geschichte von dem Schatz des alten Prediers Melchior sein. Die Alte hielt das Spinnrad an, stützte die dünnen, sehnigen Arme auf die Schenkel und sann nach. Sie nickte allen zu. Es war ihr lieb, etwas anderes zu erzählen und nicht mehr daran zu denken, was die alte Dem mit ihren Worten in die Welt gesetzt haben mochte. Es sei eine wahre Geschichte, so unglaublich sie klinge, meinte sie. Diese Geschichte habe ihr die Großmutter erzählt und ihre Großmutter habe sie als Kind von deren Großmutter erzählt bekommen. In einem langen Krieg vor über 150 Jahren habe sich diese Wahrheit in einem Dorf unmittelbar in der Nähe zugetragen. Es sei sogar eine grausige Geschichte. Sie habe vielleicht mit dem Hexenwesen zu schaffen, das, wie ja jeder wisse, zu unterschiedlichsten Zeiten und an allen Orten in dieser Welt vorkomme. In diesem Orte, der noch heute wüst war, nicht weit von hier, lebte ein Viehhirt mit seiner Frau und einem Kinde. Es sei ein sehr schönes Kind gewesen. Es habe eine milchweiße Haut gehabt, sei sehr zart gewesen, dass es mit 10 Jahren noch nicht zur Arbeit auf dem Felde angehalten wurde. Das Haar des Kindes war dunkel, die Lippen kirschrot und die Bewohner bewunderten, verwöhnten das Kind. Es war so anders, so fremd, nicht so gewöhnlich wie die Buben und Mädchen sonst. Am auffälligsten waren die hellblauen Augen des Kindes. Sie schienen zu leuchten und zu strahlen, schauten sie einen Menschen lange an. Doch bald kam eine schlimme Zeit für das Dorf. Der Krieg aus dem Süden kommend rückte näher und die Menschen und das Vieh, sie spürten es. Die Kühe gaben merklich weniger Milch und der Koller war unter den Rossen und Gerüchte brachen aus den Mündern wie Pilze aus einem nach einem warmen Regen durch das Laub. Und sobald das schöne Kind des Viehhirten an das Getier herantrat, würde es krank werden, sagten bald die Leute. Sie wurden hartnäckiger im Schauen und im Denken und sie fanden allerlei dazu, auch dann, wenn nichts geschehen war. Eifrige boten den entsetzten Viehhirten Geld an, damit er mit seiner Frau und dem Kinde ginge und verschwinde doch der treue Wirt. Der wollte doch seine Heimat und seine Ahnen nicht verlassen. Und er sagte, er wisse doch nicht, wie er woanders leben solle.
offener und bösartiger begannen die Leute, über das Kind zu reden, als die Säue tote Ferkel warfen, die Dorfkinder bewarfen das schöne Kind, das Hirten mit Schmutz und Steinen, die Mutter versteckte es in einem Kämmerchen, und jetzt schien es offenbar allen wahr, es war nicht von hier. Das Vieh krepierte und die guten Leute beschlossen, ihrem Hirten die Treue zu versagen und ihm nicht, wie es schon immer war, das Vieh anzuvertrauen. Doch der Hirte verließ nicht den Ort und seine Familie ließ er nicht allein. Er hungerte und als es nicht mehr ging und die Leute ihm offen sagten, er habe ein fremdes Kind unter seinem Dache großgezogen, handelte er tatsächlich an dem Kind. Zu Johanni erwürgte er es. Die Leute waren darüber froh. Niemand trug eine Botschaft darüber hinaus aus dem Dorf. Und da lag es nun auf einer Bank in der Karte, das arme Ding. Und die weiße Haut war blau wie der Abendhimmel. Und letzte Tränen standen dem Kinde im stillen Blick. Der Viehhirte konnte das und sich selbst nicht ertragen. Er hängte sich. Doch niemand prüfte, ob das Sterben des Viehzeugs ein Ende genommen hatte. Und es kam bald ein General ins Land, groß war er im Hängen und im Schinden, und er ließ die Leute vertreiben und erschlagen. Und die Leute wollten ihr letztes krankes Vieh dem General nicht geben, und der General veräscherte und verbrannte das Land. Einzig die Mutter des Kindes blieb am Leben, als das Dorf abgebrannt worden sei, und sie irrte zwischen verkohlten Balken und Steinen umher und schrie nach ihrem Kinde. Und der Ort wurde nie wieder aufgebaut. Er blieb wüst und leer, fast 200 Jahre schon, und er zerfiel. Heute wachse dort nur Kraut, Strauch, Baum über verfaultes Holz und Stein. Das sagte die Muhme Bärbaum zum Abschluss. Und dann sagte sie, das Ende der Welt werde auch so sein. Ein wahnsinniger Mensch sei zuletzt anzutreffen. Was für ein Glück für ihn, dass er sich die Welt nicht mehr begreifen werde. Und die Natur, die würde natürlich wieder froh gedeihen, denn sie frage nicht mehr nach uns Menschen. Und sie hoffe es nicht, so sagte die Alte, aber so würde es sein. Der Unglücksstern mit dem langen Schweif sei nur der Bote, der das Elend bringe. Und die Alte dem habe ihn ja selbst gesehen. Schweigend haben alle zugehört, es surrte kein Spinnrad mehr, und leise sagte die Nichte der alten Bohm, was ist denn aus der wahnsinnigen Frau geworden? Hat sie die Pest ereilt oder ist sie verhungert? Die Frau, die streiche heute noch als Mahnerin übers Land. Sie weine um ihr Kind. Und zwischen den Wolken wirbeln die Blüten und sie seufze und wimmere die Frau. Und wenn sie, sagte die Muhme, ins Nichts gewandt, im Lenzen den Himmel schaue, fielen der Frau die Tränen ins Gesicht wie ein warmer Regen. Und danach blüht und wachset alles wieder doch und am prächtigsten gedeiht natürlich die Frucht am Wegrand. Sie streichelt der Wind besonders behutsam. Nur der Landmann flucht über diese Blumen. Sie seien so nutzlos, sie stehen am Rande des Weges und nehmen dem Acker die Fläche. Doch sie wachsen auch immer wieder in die Äcker hinein. Die alte Bärbaum schloss ihre Rede ab und mit dem nassen Zeigefinger tippte sie auf die Wachsflamme. Knisternd erlosch der Schein. Die Nacht sei kurz, es sei genug gesponnen worden, polterte sie die Frauen an. Sie räumten die Spindeln und die Wolle, stellten die Spinnräder zur Seite, schufen Ordnung in der Spinnstube und die ersten Mädchen und Frauen gingen und sangen dabei ein Lied. Und als die alte Bärbaum das letzte Licht nehmen und gehen wollte, hielt sie nun doch die Muhme dem zurück. Und sie meine es wirklich, dass es an dem sein könne, der Herr Rosenbaum habe es mit dem jungen Weib des Christian Dem getrieben? Selbstredend, sie habe es selbst gesehen. Aber die alte Bärbaum, die solle nicht darauf verfallen, dies weiterzutragen, sagte gerade die, die eben ihr Wissen darum verraten hatte. Und bei der Seele ihrer Großmutter nicht, versicherte die Bärbaum, werde sie darüber ein Zeugnis geben, dass vielleicht ein Jüdlein unter dem Dach des Christian Dem hause. Und so gingen sie auseinander. Die eine dachte an einen bestellten Acker, gold und rein und ohne jegliches Kraut.
Und die andere, die sann über einen Blumenstrauß nach, der blau, rot und gelb die Natur und die Menschen vereinte. Das ist ein Kapitel aus dem Band 1, Was soll mir eure Schuld? Das Buch hat 346 Seiten. Man kann also noch weiter Kopfkino natürlich machen mit dem, was der Autor, der ich bin, geschrieben habe. Ich sagte ja vorhin, es sind 1700 Seiten. Und bevor ich vielleicht den vierten Band vorstelle oder einen Teil daraus, noch einige wenige Worte zu dem Inhalt der Geschichte oder Geschichten. Der Ursprung all dieser Bücher ist etwas, was vielleicht vor 800 Jahren passiert ist. Da gibt es diesen Bischof von Brandenburg, der Prior in Magdeburg war und Magdeburg zu einem Dominikanerkloster erhob. Er war in Paris gewesen, in mehreren Konvents unterwegs gewesen. Und dieser Wichmann von Arnstein, Arnstein nicht weit von hier, dieser Wichmann von Arnstein erzählt am Ende des vierten Bandes meinen Helden, dass er es vielleicht wisse, wie die Menschen leben sollten. Er wurde das schon in seinem langen Leben, er wurde etwa 90 Jahre alt, erfahren haben und erzählt dann eine Geschichte darüber. Jetzt erzähle ich aber die Geschichte dieser Familie Dehm und Bumke. Also über 400 Jahre, der unmittelbare Bereich der vier Bände, diese Tetralogie, geht das hier bis zum Jahre 1938. Das ist die Zeit, wo der Dorfschulmeister die Chronik seiner Familie Dehm aufschreibt oder beschreibt. Und danach geht das Buch weiter, 1938, in einer Zeit, die, ja, wo die Deutschen gar nicht mehr wussten, wie sie eigentlich leben sollten, weil das Versprechen, was gemacht wurde, ein furchtbares war. In dieser Zeit handelt dieses Buch, der zweite Band, das gewöhnliche Bauwerk. Und das gewöhnliche Bauwerk zieht sich hin bis zum Jahre 1960. Und wer das noch nicht jetzt verstanden hat, das gewöhnliche Bauwerk ist die Mauer in Berlin. Und mein Autor sagt, die Mauer hat nicht nur Berlin geteilt, die Mauer hat die Welt geteilt, Deutschland geteilt, Europa geteilt, alles geteilt. Wir sind ein Land der Teilung und jetzt feiern wir ja eben 30 Jahre die Einheit unseres Landes. Also das ist hier eine Geschichte, wie Kindheit und Jugend passiert, wie Menschen leben in den Zeiten, in den 50er Jahren auch, oder wie es zur Gründung einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft kommt, wie es zum Bau der Mauer kommt, wie Kinder leben in Heimen, wie ein Kind in die Schule geht in Nordrhein-Westfalen, in eine evangelische Volksschule, ganz anders erzogen wird als vielleicht der andere Held, der in der Nazi-Zeit als Hitlerjunge und dann Kriegsleutnant und dann im U-Boot-Krieg umkommt im Zweiten Weltkrieg und wieder ganz anders als ein Held, der dann in der DDR, in der damaligen, in eine polytechnische Oberschule geht und ganz anders mit Pädagogik und mit all diesen Dingen, sage ich mal, konfrontiert wird. Das wird in diesem Band erzählt. Ja, jetzt geht das natürlich weiter zum Erschrecken der Leser. Aber mir hatte vorige Woche eine Frau, die in der Kultur und Bildung arbeitet, die Amtsleiterin ist, die kam zu mir mit einem Brief, etwas nervös und etwas ängstlich, den sie mir erst im Briefkasten stecken wollte, im Verlag. Und dann hat sich doch entschlossen zu klingeln und da kam ich heraus, ja, wer sind Sie, das und das. Ich habe Ihre vier Bücher gekauft, ich habe sie in 4,5 Tagen Tag und Nacht gelesen. Ich sage, oh, das habe ich ja noch nicht mal geschafft, sagte ich. Da sagte sie, na, ich habe sie dann ja noch mal 14 Tage lang gelesen. Und ich habe Ihnen einen Brief dazu geschrieben. Und dieser Brief ist natürlich in meiner Homepage www.projekte-verlag zu sehen. Ich habe ihn jedenfalls, glaube ich, kopieren dürfen und ihn eingestellt. Also der dritte Band, der handelt über das westliche Deutschland so
nach 1960, 61 in die Zeit hinein, teilweise auch bis 1989, weil sich die Familie trennt. Der Vater geht mit 3 Kindern in den Osten zurück, nachdem er 1953 mit der großen Familie in den Westen gegangen ist, abgehauen, wie man so sagt. Und dann sagt der Vater, ich gehe in den Osten zurück. Natürlich wird er erstmal ins Gefängnis gesteckt. Jetzt hat er die Kinder mitgebracht und das war sein großes Glück. Ich habe ja irgendwo geschrieben, manchmal zeigte sich auch der Sozialismus gnädig. Ja, und er wurde dann vorbestraft. Das war dann sein Los. Hätte er die Kinder nicht gehabt, wäre es wahrscheinlich sein Ende gewesen. Und er starb auch wenige Monate später vor dem Mauerbau, weil er vom Krieg her so beschädigt war, das ist auch seine Geschichte, dass er eigentlich das nicht aushalten konnte. Die Zukunft war unser Land, steht hier. Die Zukunft war unser Land. Das ist passiert im Jahre 1960, 61 und es ist natürlich ein roter Einband. Es geht vorrangig um die DDR, es geht um Literatur, es geht um Funktionäre, es geht um Arbeiter, es geht um sozialistische Produktion mit vielen Schornsteinen, die rauchen. Und es geht natürlich auch um den Sozialismus, wie man kämpft und wie man eigentlich die Substanz nicht begreift und wie man ihn dann selbst verrät und verliert, sodass er wahrscheinlich nicht mehr machbar ist. Vielleicht sind wir Menschen noch gar nicht so weit, dass wir so etwas leben können. Ja, und natürlich geht meine Geschichte weiter. Und hier bin ich schon ziemlich weit gekommen. Ich bin hier im Jahre 1989, im Oktober. Oder ist es schon ein bisschen später, einige Monate später. Und mein Held oder meine Helden stehen vor dem Chaos ihres Lebens. Die Mauer ist gefallen. Es gibt zwar wunderbare Sachen überall zu kaufen. Und man bekommt 100 D-Mark, wenn man nach drüben ins westliche Deutschland fährt. Es wird heftig gerungen um die Einheit und um die Politik und überall noch Demonstrationen. Und meine Helden sind natürlich im Oktober auch auf der Straße in Leipzig, in Halle, in Magdeburg und auch in Berlin. Ja, und dieses Kapitel erzählt dann einen Neuanfang, den sie versuchen, und daran kann man eigentlich so richtig gut erkennen, in welcher Lage wir im Osten waren. Es lebe der Sport, es lebe die Kultur. Im Morgengrauen, es war noch still, da saßen wir in braunes Japaner und wir rasten westwärts über die Autobahn. Robert steuerte, er war der Fahrer und er hielt sich tapfer auf der sicheren Spur eben links. Und nur hin und wieder mussten wir einem Mercedes oder BMW die Spur frei machen. Fast widerwillig ordnete Braune sich rechts ein, um sofort den Mazda wieder auf die Überholspur zu lenken. Platz da, rief er, und er überholte einen Porsche, der gerade die Autobahn verließ. Es war fast Mitternacht gewesen, als Robert den Telefonhörer in die Hand nahm, um den Herrn, der über das beeindruckende Know-how in Münster verfügte, zu sprechen. Er machte wohl einen etwas verwirrten Eindruck und den Anrufer hörte ich heraus, wahrscheinlich empfing er zu einer geschäftsunüblichen Zeit. Aber wir waren eben hungrig auf das Know-how hier in Mitteldeutschland und Hunger duldet nun mal keinen Aufschub und Robert tröstete ihn mit der Zusage, dass wir eventuell das Know-how kaufen würden. Da ließ der Herr endlich mit sich reden. Es war um 9 Uhr, da standen wir in Münster vor dem Haus des Herrn Stalkmann. Wir sind die Leute, wir wollen uns das Knopfhof ansehen, sagte Babsi, die ganz oben auf der Treppe stand. Vor ihr stand noch weiter oben der Verkäufer. Sind Sie aus dem Osten? Fragte er. Wir bejahten seine Frage. Er hatte uns erkannt, er konnte uns einordnen. Wir würden Erfolg haben, wie Robert es nannte. Und hoffentlich sind wir die Ersten, die hier aus Halle an der Saale kommen und somit einen Gebietsschutz bei Ihnen einfordern können. Herr Stalkmann beruhigte Barbara Braune und leise sagte Beatrix, meine Frau, zu mir, er wird uns ausnehmen. Sie sah skeptisch auf das Designerbrillengestell
und auf die bunten Ringelsöckchen, die Herr Stalkmann uns vom Treppenabsatz her präsentierte. Tolles Auto, flüsterte Robert, und er zeigte auf einen GTI mit 6 Ventilen, der etwas versteckt vor einer Garage im Garten des Hausherrn stand. Andächtig betraten wir das Foyer, wir nahmen Platz, und aus einem Raum nebenan hörten wir Stimmen, dem Tonfall nach kamen diese Leute aus Dresden. Das beruhigte uns ein wenig. Diese ahnungslosen Dresdner waren doch keine Konkurrenz für uns. Sie wussten auch nicht, dass wir hier im Raum vielleicht die besseren Karten für das Geschäft haben würden. Und hoffentlich blieb für uns noch ein Knopfhoff übrig, flüsterte Babsi. Stühle wurden drüben gerückt. Der Termin mit diesen Leuten ging auf das Ende zu und der Stalkmann entließ die Dresdner. »Nee, so nicht wahr«, sagte einer und knallte die Tür hinter sich heftig zu. Hastig versicherte Herr Stalkmann einem der beiden Herren, dass er den Gebietsschutz nachträglich regeln würde. »Na bitte«, so blickte Babsi uns alle an. Wir ließen uns das Know-how von Herrn Stalkmann erläutern. Er sagte in wenigen, dafür aber sehr einprägsam Sätzen. »Ich freue mich, dass Sie sich dafür entschieden haben, Unternehmer zu werden. Pro Inhaber wird Ihnen ein Know-how im Monat nach einer Einarbeitungszeit von nur 6 Monaten 10.000 deutsche D-Mark monatlich einbringen.« Wir schauten uns alle an. »Natürlich«, sagte Frau Braune, »Sie lassen andere für sich tätig werden. Sie haben ja das Know-how, Frau Braune. Sie schließen Unterverträge mit Außendienstmitarbeitern ab. Und das Know-how ist das Geheimnis Ihres Erfolges. Denn Sie besitzen es nur für sich ganz allein. Und Sie wissen, wie Geld verdient wird in der Marktwirtschaft. Und lassen Sie niemanden von Ihrem Know-how etwas wissen. Verschließen Sie es im Panzerschrank oder heben Sie es gut zu Hause auf, dass niemand daran kann. Und geben Sie Ihrem Außendienstler, Ihrem wichtigsten Mann, zwischen 20 bis 40% von Ihrer Einnahme. Er wird Ihnen danken, aber lassen Sie es nicht zu, dass er Ihr Know-how im Zusammenhang erkennt und Ihr Konkurrent wird. 40%, das sei zu viel, sagte Babsi. Wovon, wollte Beatrix wissen? Von 10.000 Mark. Beatrix D., meine liebe Frau, lachte amüsiert. Nun erläuterte Herr Stalkmann uns allen glaubhaft einen Teil des geheimnisvollen Know-hows. Es bestand aus 40 beschriebenen Blättern, die fast geräuschlos aus einem Nadeldrucker kamen. Seite für Seite hagelte es Begriffe: Sponsorensuche, Plakatwerbung, Verträge, Aufträge, Werbefelder, Vereinsverträge. Und das Highlight sei natürlich der Gebietsschutz. Nach seinem Vortrag packte Herr Stalkmann das bedruckte Papier in eine Ablage, dass es keiner sehen konnte. Wir durften auch keinen Blick auf das Bedruckte werfen. Er stieß die weißen Blätter zusammen, heftete sie in einen bunten Aktenordner und sagte, das wäre Ihr Know-how. Sie würden es für einen Vorzugspreis erhalten. Es kostet ja nur 8.750 D-Mark, natürlich zuzüglich der Mehrwertsteuer. Und bald wird die Umsatzsteuer wieder angehoben, vielleicht auf 16%. Die Politik braucht Geld für die Einheit, wissen Sie? Natürlich kann ich Ihnen die Unterlagen nicht geben, aber hier ist der Vertrag, sagte er fast missmutig. Nein, natürlich nicht, sagte ich, und ich war verblüfft, wie schnell er auf den Punkt kam. Ratlos schauten die Unternehmerfamilien einander an. Beatrix forderte alle entschlossen auf, erst essen zu gehen, dabei könnte man besser überlegen. Wir sollten uns Zeit lassen bis zur Unterschrift, mahnte sie. Im Hausflur des Herrn Stalkmann saßen neue Kunden. Sie waren der Aussprache nach aus Mecklenburg. Sie waren auch Know-how-Käufer. Das übte auf uns einen besonderen Druck aus. Während des Mittagsessens in Münster, es war ein ländlich-lokulliches Grunderlebnis, Apfelscheiben in Schmalz gebraten und recht fett, berieten wir. Wir waren ungeduldig, wir waren ängstlich. Und was wäre, wenn er noch ein Käufer aus Merseburg oder Magdeburg oder gar aus Halle empfangen würde? Vor uns dampften im Fett Obstringe und Knödel und neben Braunes standen die Biergläser und wir redeten eifrig aufeinander ein. Beatrix weigerte sich anfangs, den angebotenen Vertrag zu akzeptieren. Doch gegen 14 Uhr saßen wir wieder vor Herrn Stalkmann. Robert und ich unterschrieben zuerst den Vertrag.
Danach setzten unsere Frauen ihre Unterschriften darunter. Alle wollten ganz sicher sein, dass beide Familien das Know-how zu gleichen Teilen erhalten würden. Der Drucker schob nochmals die etwa 40 Seiten in die Ablage und unsere Augen leuchteten froh. Den Gebietsschutz sicherte Herr Stalkmann mit Handschlag zu. Er erklärte alle darüber auf, dass der Handschlag eines Kaufmannes nach dem bürgerlichen Gesetzbuch rechtlich für alle bindend sei. Das hatten wir bis zu diesem Handschlag natürlich noch nicht gewusst. Und verlegen schaute ich auf meine rechte Hand, die mit einem Griff eine solche bedeutende Entscheidung zu tun wagte. Die Hand eines Unternehmers. Wir entschuldigten uns, weil das Wort Vertrauen zum unpassenden Zeitpunkt gefallen war. Und um Herrn Stalkmann eine Freude zu machen, kaufte ich mit Roberts Einverständnis den Drucker. Leise hatte das Gerät derart wichtige Gedanken produziert, die uns doch so tief beeindruckt hatten. Und Stalkmanns letzte Worte, die auf dem Treppenabsatz seines Hauses stehen für das Know-how, für die Know-how-Reisenden fand, klangen lange in uns nach. Seien Sie die Gewinner und bitte zeigen Sie Ihren Mitarbeitern und Außendienstlern Härte und Konsequenz. Sie sind der Schlüssel zu Ihrem Geld. Leistung, nur Leistung zählt für Sie. Nochmals einen allerletzten Handschlag und den deutlichen Hinweis, dass die 8.750 D-Mark zuzüglich der Steuer, die wir vom Finanzamt natürlich zurückbekommen würden, in 10 Tagen auf das bekannte Konto sein müssten. Das gab Herr Stalkmann uns mit auf den Weg. Barbara durfte das Know-how im Ringmappenordner tragen und an der ersten Autobahnraststätte parkten wir sofort. Wir saßen im Restaurant und blätterten die Mappen durch. Wir setzten uns so, dass niemand unser Tun beobachten konnte. Ich war traurig, weil das Know-how vorrangig nur für den Sport galt. Und Robert schlug mir vor, morgen eine zweite Firma mit Handschlag zu gründen. Die Vermarktung der Kultur in Halle übernimmst du, stellte er fest. Damit war ich natürlich einverstanden. Es klang ja aufregend, Geschäftsinhaber für Kulturvermarktung einer Großstadt zu werden. Und Probleme, so stellten die eben gekürten Unternehmer fest, könne es nicht geben. Jedem gehörten 50% Anteile, sowohl bei der einen als auch bei der anderen Firma. Nun ist Schluss mit der Ausbeutung, rief Babsi. Wir haben Tag und Nacht für den Frieden bei der Armee geschuftet. Wir waren für unsere DDR immer im Einsatz und niemand hat es uns gedankt. Und jetzt lasse ich andere für mich arbeiten, wenn man solch eine gewaltige Summe investiert. Fast 10.000 D-Mark, doch nicht deshalb, um wieder arbeiten zu gehen. Der Sozialismus war den Arbeitern nicht gut genug. Nun müssen sie sich eben mit dem Kapitalismus abfinden. Robert, morgen stellen wir einen zweiten Fahrer für unseren Transporter ein. Der Mazda rollte zwischen den Leitplanken und es war, als sängen die Pneus ein neues Lied. Und das Lied hieß Reichtum, Reichtum. Und keiner wagte, das Wort laut auszusprechen. Nur Beatrix glaubte nicht so recht daran und leise sagte sie zu mir, Meinhard, wir werden uns bald nicht mehr wiedererkennen. Geld verändert die Menschen. Vielleicht lieben wir uns eines Tages nicht mehr. Unsinn, erwiderte ich. Ob es ein Lottogewinn oder ein Know-how ist, Geld muss eine gute Ehe verkraften. Gedanklich setzte ich das neue, teure Know-how in deutsche Mark um. Jedes Inserat ein Tausender. Ich korrigierte mich. 999 Mark mit Schnäppchencharakter inklusive Mehrwertsteuer. Das sei ein psychologischer Preis, wie Herr Stalkmann ihn nannte. Die Schwellenangst vor der Zahl 1000 könne man so dem Kunden nehmen. Also haben wir gesagt, 999 Mark wären auch gut für 1000 Mark. Und dazu kam noch das Geheimnis der Umsatzsteuer. Der Staat gab nach dem Einkauf 15% als zu viel entrichtete Vorsteuer zurück. Einfach so. Unternehmerfleiß wurde belohnt. Damals kannte ich nur diesen Weg der Steuer, den vorteilhaften Weg zu mir zurück. Einen Tag später lösten wir Aktivitäten aus, von denen die freie deutsche Jugend der früheren DDR in ihrer Blütezeit nur hätte träumen können. Braunes Mazda rollte mit uns Geschäftsinhabern durch Halles Straßen. Wir inserierten in der Ex-Bleu, den roten Ableger einer Verlagsgesellschaft, getreu der Vorgabe des Herrn Stalkmann, ein Inserat über unser wunderbares Know-how zu veröffentlichen.
Wir suchen einen Außendienstmitarbeiter, der an Einnahmen von ca. 10.000 D-Mark und mehr monatlich interessiert ist, anspruchsvolle Tätigkeit in Sport und Kultur, und der Außendienstmitarbeiter sollte ein Telefon, Ausstrahlung und Überzeugungskraft besitzen, natürlich Fahrerlaubnis und PKW erforderlich. Wir hielten vor dem Gewerbeamt. Wir hatten Glück, die allgemeine Firmengründungsschwemme und die rückständigen Prüfungsbedingungen den Ämtern ließen es zu, dass wir die nur aus der DDR gewohnte Warteschlange überwinden mussten. Danach standen wir vor dem Amtsschalter. Es war ein schmuckloser Drahttisch umstellt mit Stahlrohrstühlen. Und wir trugen dem Amt unser Anliegen vor. Wir zwei Inhaber ergänzten uns gut, fand ich. Man war dort nett, redselig, beschrieben unsere Geschäfte, wie wir das Know-how der Vorsicht halber nannten. Und das Amt war vielleicht gefallsüchtig, denn es wollte seine neue Macht, an der noch der politische Lack der Wende glänzte, tüchtig und, wenn es geht, unbürokratisch ausprobieren. Als Firmensitz gaben wir meine Privatadresse an. Wir wohnten in einem Haus, das klang solide. Und einige kluge Sprüche bekamen wir von dem Begleiter des Amtsleiters, der sich so ähnlich nannte, mit auf den Weg. Wir wären noch keine Geschäftsführer. Da sei man nur, führe man eine GmbH, ein Unternehmen mit beschränkter Haftung. Und wir sollten uns schnellstens beim Finanzamt melden, da gäbe es noch viele Antworten und Fragen. Es war so ein ergrauter Wessi, der Buschdienst leistete, die Aufbauhilfe für den Osten, für die Kollegen in den neuen Beitrittsgebieten. Und der bedeutendste Spruch des alten Kollegen war: Wir möchten bitte die Schule eines Wirtschaftsexperten aufsuchen und das bürgerliche Recht, die Steuerberatung und das Finanzamt wären für Unternehmer die natürlichen Partner. Und die Banken, setzte ich hinzu. Der schaute mich nachdenklich an und sagte, wir sollten mit Krediten zurückhaltend sein. Dieses Land sei eine einzige Drehscheibe aus Krediten und Zinsen. Ob in der Politik oder bei den Banken, Belehrung hatte ich aus früheren Zeiten satt. Schulden und Kredite, woher denn, warum, fragten wir uns. Wer diese teuren Karossen fährt, die überall vor den Restitutionsgrundstücken in Halle standen, der könne doch keine Schulden haben. Nein, sagte Braune, jetzt sei der Reichtum über die Mauer gekommen. Man müsse sich nur nach ihm bücken können. Und prompt führte uns der nächste Weg zur Sparkasse. Etwas eingeschüchtert saßen wir auf einer Bank. Neben uns hockten drei feinbetuchte Herren, die über Beurkundungen sprachen. Auf ihren Knien ruhten verschließbare Metallkoffer. Darauf standen gewaltige Funktelefone, die ständig klingelten. Die Sparkasse bediente wahrscheinlich dem Dialekt nach nur Unternehmer aus Bayern und Baden-Württemberg. Die Rückführungsansprüche für Grundstücke geltend machen wollten. Wir mussten warten. Die Sparkasse gab uns nach einem kurzen Gespräch keinen Pfennig. Unser Kundenprofil sei kreditunwürdig, teilte man uns mit. Mit Bewerbern um Kredite, die aus den westlichen Bundesländern kamen, ging man eben freundlicher und etwas toleranter um. Und ich hörte, in Teutschendorf, nahe bei Halle, breitete sich bald ein Wirtschaftsimperium aus, das von München den Weg nach Halle gefunden hatte. Und diese drei tüchtigen Burschen, einer aus Unterammergau, der andere aus Oberammergau und der dritte Mensch aus Schwabing, die suchten nach Auftragnehmer für kleine Druckerzeugnisse. Sie, die bayerischen Buben, legten der Sparkasse Fotos von ihren Wäldern, Bergen und Almen vor, wie wir später erfuhren. Daneben präsentierten sie Kopien aus Grundbüchern ihrer Heimat und sie ließen vor der Reise nach Halle an der Saale auf dem Hauptbahnhof in München sogar Visitenkarten drucken. So etwas besaßen wir nicht. Das Bayern-Trio bat um einen Kredit, der die Wände der Regionalbank erzittern ließ. Es sollen wahrscheinlich 200 Millionen deutsche Mark gewesen sein und am Rande der Stadt Halle kauften sie der Treuhand Ställe, Anlagen, vor allem Flächen ab, um dort einen Konzern aufzubauen. Es sollte ein Weltkonzern werden. Und die Krönung sollte ein Flugplatz oder gar ein Flughafen sein, in unmittelbarer Nähe des Ortes, um einen schnellen, ungehinderten Verkehr zu anderen Weltunternehmen zu ermöglichen. Und die Kollegen der Sparkasse, die das Umfeld, eben die Gegend,
von Halle eigentlich nicht kannten, gaben freudig das Geld. Die Höhe der Anfrage beeindruckte so sehr und öffnete sofort alle Tresore. Und es ist bekannt, die Sparkasse ließ den Managern aus München die 200 Millionen deutsche Mark, denn sie schworen hinter den Sparkassenschaltern und vor dem Urfels ihres Heimatgebirges Aufschwung, Redlichkeit, eine lichte Zukunft nach Sachsen-Anhalt zu bringen. Und östlich der Stadt begann sie, einen Tagebau zu rekultivieren, um den gigantischen Flughafen zu bauen, mit einer Direktverbindung natürlich nach Singapur. Ja, unser Grinsen wurde einige Zeit später breiter, als wir hörten, dass die Bayern mit dem Geld auf den Bahamas oder waren es die Bermudas verschwunden waren. Es war doch bestimmt ein Betrug und die bayerischen Unternehmer waren wieder abgereist und sie hinterließen den Banken einige Pfandbriefe über sumpfige Wiesen, vereiste Felsen, die noch ihren Eltern gehörten. Ganz anders war es in Leipzig. Ein dortiger Unternehmer investierte Milliarden in der Innenstadt. Er beschäftigte Dutzende Unternehmen und hielt zum Osten, eben zur Stadt Leipzig, ungebrochen. Und er verließ, so hörte man dann später auch, diese Stadt sehr, sehr lange nicht. Wir gingen enttäuscht zur HRL, der Hallischen Aufbau Invest, eine Filiale der Hamburger Aufbau Invest. Wir spürten es schon, die Konkurrenz, die saß uns trotz des Gebietsschutzes im Nacken. Den Kredit benötigten wir dringend. Was konnte der Handschlag Stalkmanns auch noch wert sein, der einen Gebietsschutz zugesichert hatte, wenn hier auf Tritt und Schritt eine Unterschrift nach der anderen geleistet werden musste? Wir entdeckten sogar ein ähnliches Inserat in der Lokalseite der Merseburger Zeitung, die gut unsere Aufgabenstellung beschrieb. Also auf einen Handschlag legte auch nicht jeder einen großen Wert. Und ich warnte meinen neuen Geschäftspartner Robert davor, das Haus und die Sicherheiten ins Gespräch zu bringen, falls es um Belastung ging. Wir erhielten auch kurzfristig einen Termin bei einem Herrn Mike Adolf, picklig, noch blass war er, so wie man sich einen Bankangestellten vorzustellen hatte. Nein, im Gegenteil, er war athletisch, braun gebrannt, saß vor uns und sagte, moin, moin Jungs. Was habt ihr denn? Er habe eben Mallorca und den Ballermann hinter sich, teilte er seiner Kollegin am Nebentisch mit. Was sei der Ballermann, wollte Braune von ihm grinsend wissen. Doch nicht eine Schusswaffe, mit der man Schuldner erschießt. Freundlich sah er uns Hallenser an und sagte, Kunden hätten Vorrang und er ließ uns einen Kaffee servieren. Sobald Sie geschäftlichen Erfolg haben, und daran zweifle ich nicht, besuchen Sie diese Trauminsel, so leitete er das Kreditgespräch ein. Braune sagte, er wolle doch lieber nach Florida, um die feine Stadt Miami zu besuchen, denn eine Fernsehserie von dort habe es ihm angetan. Ich hingegen sicherte Herrn Adolf zu, nach Mallorca zu kommen, unbedingt, sobald die geschäftliche Lage es erlaube. Wie die Firma denn hieße und welche Ziele sie hätte, wollte Herr Adolf wissen. Vor Ihnen sitzt die Debrau GbR. Wir wollen Halle an der Saale aufbauen und bekannt machen, erläuterte ich ihm. Das sei ein guter, einprägsamer Name, versicherte er. Und er fragte nach Sicherheiten, aber da war nichts. Wir verneinten jede Frage, Haus, Datsche, Grundstück, Kontostände, alles verschwiegen wir. Ob wir wenigstens einen guten Pkw hätten, wollte der Bankbetreuer wissen. Beide fuhren wie ein Mazda, eben gerade gekauft und gebraucht. Braunes Pkw stehe vor der Tür, er könne sofort besichtigt werden, schlug ich vor. Robert verzog das Gesicht und hastig konterte er, Herr Dehm könne der HI bestimmt ein Termingeld in Höhe von 5.000 D-Mark anbieten. Das Auto besichtigte Herr Adolf nicht. Er ließ sich später den Fahrzeugbrief bringen, den er neben kopierten Ausweisen, Versicherungsbriefen einheftete. Und der Termingeldbetrag, der bei der Bank festgeschrieben wurde, wuchs bis zur Unterschriftenleistung auf 10.000 D-Mark an. Darüber und darunter hätten wir den Kredit natürlich nicht bekommen. Den Mazda nahm die Bank auch als Sicherheit. Dessen Wert legte sie ebenfalls auf 10.000 D-Mark fest. Und Babsi Braune und Beatrix Dehm mussten zur Unterzeichnung des Vertrages ebenso erscheinen. Babsi bürgte für die Bargeldlinie der Bank, die bei 10.000 D-Mark limitiert wurde. Beatrix schloss einen Versicherungsvertrag ab, deren Police ebenfalls eingeheftet wurde.
und der Zins für den Kredit wurde auf 13% festgelegt. Und so gaben wir 40.000 deutsche Mark an Sicherheiten an, damit die Bank keinen Schaden nehmen konnte. Die erste Million zu verdienen sei am schwierigsten, sagte Herr Adolf zum Vertragsabschluss. Man müsse sich schon ein Grundstück auf Mallorca irgendwann leisten können, das sei ein Ziel. Ballermann 7 oder so. Jeden Tag Mallorca, stellte ich fest. Da würde ich meinen großen Roman vollenden. Er könne eigentlich nichts Schöneres geben, als diesen Wahnsinn und dabei zu schreiben. Und Babsi meinte, sie hätte sich das überlegt. Sie würde die erste Million auch lieber in Mallorca ausgeben. Es müsse nicht Miami sein, schon wegen der Flugangst oder so. Tatsächlich besuchten wir danach einen Intensivkurs für Unternehmer. Er fand im Café Böhme statt, der ehemaligen SED-Bezirksleitung. Es war auch der einzige Luxusbau im Zentrum Halles. Es war das Letzte, was sich die DDR noch hatte leisten können. Zurück blieb, wie Beatrix sagte, ein grauer Klumpen Halle, den die Optimisten die graue Diva nannten. Und im Seminar saßen nur unternehmerische Begabung zur Beschulung. Neben einer dicken Dame, die eine Leihfirma einrichten wollte, saß ein Herr, der eine Maschinenfabrik mit 2000 Beschäftigten auf historischen Terrängen in der Nähe des Ostharzes errichten wollte. Braun und ich, wir bemerkten sofort, dass wir mit dem Know-how aus Münster den anderen überlegen waren. Wir knüpften, ich muss sagen, ich knüpfte erste Beziehung zu wahrscheinlich echten Unternehmen an. Wir saßen in der letzten Bankreihe und bastelten an unserem Logo. Nebenbei ärgerten wir uns darüber, dass der 5-Tage-Manager-Intensivkurs stolze 1.000 Mark kosten sollte. Unser Logo gefiel uns, in das dicke D wie dem setzten wir das E und vor dem D malten wir das Wort Brau, allerdings in der Folge kleingeschrieben, damit man es nicht mit einer Brauerei verwechselte. Unser neues Logo fanden wir gut und wir hofften, dass wir mit der D-Brau und Co. dass man sich bald an Köpfchen erinnerte. Auch das Logo hatte ja eine intelligente Ausstrahlung und es sprach sich gut aus. Und sonst war es mit dem Einnahmen des neuen Geschäfts nicht weit her. Nach dem Abzug des Know-how, den Kosten des Unternehmerlehrganges, den Drucker von Herrn Stalkmann und die kleineren Summen für die Ämter waren wir schon in den roten Zahlen. Und Herr Adolf bot uns eine Überziehung des Kredites an für 18%. Uns fehlten noch die Geschäftsräume, eine Reiseschreibmaschine, ein Computer, so ein kleiner Stühletisch und ein Schrank für die Akten. Unmittelbar nach der Gründung unseres Unternehmens D-Brau waren wir schon finanziell am Ende. Es meldete sich auch kein Außendienstmitarbeiter, denn niemand, so stellten wir später fest, hatte einen Telefon. So war das früher nicht, warnte Babsi. Alles müsse man selber machen, weil die Leute zu faul wären. Erst habe sich die Arbeiterklasse vom Sozialismus verwöhnen lassen, jetzt sei die Marktwirtschaft für die Faulheit der Leute zuständig und dafür sei das eigene Geld zu schade, dass sie ja auch in das Know-how investiert habe. Nein, man müsse alles selber machen. So geht das nicht. Und so fällten wir eine erste Inhaberentscheidung für die Geschäftsidee. Wir nahmen Sportvereine unter Sponsoring-Verträge. Ja, schönen Dank.